تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده الإسلام vorweg. Es gibt natürlich manche Brüder, die das Gefühl haben, dass sie irgendwas machen müssen, um die Welt, das Weltgeschehen zu verändern. Ne? Es gibt ja solche Brüder. Das ist ja eigentlich auch keine schlechte Sache, weil eigentlich die Welt soll ja eigentlich ein Platz dafür da sein, wo wir dann alle ne, leben in Frieden und so weiter und so fort. Man vergisst aber immer wieder, dass der Prophet Sallam hat schon gesagt und hat uns schon erzählt von diesem Schicksal, was auf dieser Erde dann geschehen wird. Dass er schon alles so lange gesagt hat, dass die Generationen werden immer schwächen. Also, ne, also jetzt abwärts, nicht aufwärts. Allein. Nein. Qualitativ, nach dem Propheten, die qualitativ, also qualitativ wird es immer nach unten gehen, bis junge werden. Bis Isa, nein, das ist ja immer, das ist ja nicht, das ist so, wenn ein Abschnitt in eine Phase oder eine Phase gibt es, dann kann man nicht das die ganze Zeit als, verstehe ich mal? Das ist ja eigentlich diese Phase, wo Sidna Mahdi, also Imam Mahdi kommt oder Sidna Isa kommt, oder das ist eine Phase, die auch, genau. So eine Kurve, genau so. Aber eigentlich, qualitativ läuft das dann nach unten. Die letzten zwei Tage hatte ich ja auch ein bisschen viel zu tun mit manchen also Videos in YouTube über diese Masala, so Masala von die Takfiris und wie die. Und ich habe mir das dann auch reingezogen, wie die reden. Also ich habe das ein oder andere so mal mir angehört auf YouTube und ich verstehe natürlich, wie sie das denn auch sehen, aber das Problem ist, denn die verlassen diese Hadith immer wieder, dass eigentlich qualitativ wird das schlechter. Du wirst es nicht es ist ein Schicksal, du wirst es nicht ändern können. Und wir wissen ja, Schicksal ist ja, ich habe ja mein Schicksal als Individuum, aber ich habe auch Schicksal vom Menschen allgemein. Ne? Und das ist eine Sache, wo die Menschen hingehen, das ist eine beschlossene Sache. Es ist nicht eine Sache, die noch durch unsere Taten veränderbar ist oder so. Verstehst du mich? Und deswegen ist es ja für mich, du musst Realität bezogen bleiben. Also die Veränderung muss immer parallel laufen mit Realität, was wir machen oder was, verstehst, wie läuft es, diese ganze Dunja gerade. Ne? Sehr, sehr wichtig, dass du, weil dementsprechend wirst du die Veränderungen auch schaffen. Ne? Es ist sehr, sehr schwer, dass du irgendeine Sache startest, jetzt machst du einen Laden auf oder was auch immer und dann möchtest du erst einen Tag gleich 30.000 Umsatz haben, 40.000 Umsatz haben. Möge dir Allah subhanahu wa ta'ala geben, aber versteht ihr, was ich meine? Also, das ist, ne? Und dann bist du enttäuscht, wenn es ein Tausender oder Zweitausender rausgekommen ist. Das ist ja das Problem. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass deine Anstrebung oder deine Wunsch zur Veränderung immer Realität bezogen ist. Nicht, und dann immer die Ahadithe aufrufen, die der Prophet noch erzählt hat, was diese Thematik dann auch angeht. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Weil wenn du das machen würdest, ne, dann wärst du letztendlich eine Tätigkeit oder eine Tat tun, die letzten Endes, anstatt es nach vorne geht, eben 100 und 200 Jahre uns zurückwirft. Oder die qualitativ noch tiefer dann abwertet, nicht als nicht. Ne? Dass man so euphorisch ist oder dass man zielstrebig eine Sache erreichen möchte, darf nicht kopflos werden. Es darf deine Ambitionen, deine Motivation darf dich nicht so blind machen, dass du nicht mehr vor dir siehst, was tatsächlich, ob die Sachen funktionieren.
Deswegen wollte ich nur gerade sagen, hatte ich euch schon mal gesagt, diese Zeit ist Zeit von Da'wah und Sabr. Da'wah und Geduld. Vers im Koran erzählen, Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir ala ma yaqulu. Gedulde dich über das, was die erzählen. Ja? Und andere Ayat, wie Allah subhanahu wa ta'ala spricht im Prophet und sagte zu ihm, er soll diese Da'wah, und so weiter und so fort. Und wir haben in Surat al-Asr, وَتَوَصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَوْا بِالصَّبْرِ. Unter Haqq konnte Da'wah kommen. Unter Haqq konnte Da'wah auch kommen. Und dann das heißt, umgedeutet Da'wah und Sabr. Ja? Dass die sich gegenseitig das empfehlen. Ja? Da'wah zu machen und Sabr. Das ist ja auch wichtig für uns, weil wir sind immer so enttäuscht, wenn wir so viel machen und es kommt so wenig oder eventuell kommt gar nicht. Nur wichtig ist es, dass wenn du was machst, das merke du die Veränderung in dir. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Ne? Wenn du Da'wah machst, lass immer dein Nefs die Erste, die diese Da'wah sozusagen aufnimmt und die diese Da'wah Folge leistet. Weil sonst wirst du eventuell viele Leute retten können vor Jahannam, aber du brennst selber. Ne? Wäre nicht schlau. Wäre echt nicht schlau, sowas zu machen. Hey. In unser Buch wieder und unser Thema wieder. Allah, Islam hat verboten, gegen die Amire oder die Vorstand oder also der Präsident oder Emir oder Khalifa oder was auch immer an dieser Position ist, ne? Hat verboten, dass wir gegen die rausgehen, bewaffnet. Dass wir mit Waffen eine Revolution machen. Oder gegen die Emir machen. Sahih Muslim gibt es einen Hadith, Musalama überliefert, sagt, Rasulullah sagt, nach mir werden Amire kommen. Ihr werdet durch diese Amire Sachen sehen, also Verhaltensmuster sehen, die heute ähnelt, aber auch manche Streifen, ne, die eben heute nicht ähnelt, also Veränderungen wird geben. Und Rasulullah, wenn wir jetzt festhalten, dass seine Zeit ist die beste Zeit, dann ist es definitiv so, was kommt, wird von qualitativ nennen, weniger sein. Das heißt, ihr redet im negativen Sinn. Ihr werdet manche Sachen sehen, die wie heute sind, also im guten Sinn, weil das ist die beste, das ist die goldene Generation, aber ihr werdet auch Sachen sehen, die eben nicht identisch ist mit das, was ihr von mir kennt. Ja? Der Rasulullah sallam erzählt über drei Stufen. Erzählt und von meiner Arifa Bari. Und man ankara Salim, walakin man rada wa taba'a, qalu, awlu nuqatiluhum, qala la ma sallam. Dann sagt er Salim drei Kategorien. Erste Kategorie, wenn jemand das in seinem Herz gespürt hat, dass es böse ist, oder haram ist oder sonstiges, aber er ist nicht so in einer Position, das auszusagen. Wird wahrscheinlich vielleicht dann getötet, wird vielleicht verfolgt, was auch immer. Ne? Also die Gegebenheiten geben ihm nicht diese Option. Wenn er das machen würde, wird ihm was geschehen. Aber in sein Herz hat er beschlossen, dass das haram ist und dass es ungerecht ist und so weiter und so fort. Wenn jemand mit dieser Stufe jetzt, und das ist die Stufe, wo der Streit immer mit die Takfiris oder die Khawarisch-Fikr ist, dass sie diese Stufe übersehen. Wenn du einen Munkar siehst und nicht veränderst, für sie ist es so, dann hast du diese Munkar akzeptiert.
und bist ein Teil davon. Und weil du ein Teil davon bist, dann ist für dich die gleiche Strafe dann gültig. Das, wenn das passiert, dann weiß ich, dass die Tür hat sich geöffnet gegen Muslime. Aber du hast tatsächlich vergessen, dass viele unter diesen Leuten eventuell in diesem Bereich stehen können. Dann sagen sie, dann sterben sie und jeder geht zurück zu Allah mit Sandi. Verstehst du, wie das läuft? Denn eben. Ja? Aber das ist die erste Phase, wo in anderen Hadith Rasulullah sagte, und dahinter ist nichts von Iman, kein Atom von Iman. Ja? Munkar. Erstmal mit Hand geht nicht, mit Zunge geht nicht und am Ende Herz. Und Rasulullah sagt, hinter im Herz ist nichts mehr von Iman. Da kannst du nicht sagen, ich bin Mu'min. Weil was du in dein Herz beschließt, das sieht dir keiner. Und es wird nicht auf deinem Stirn stehen, wenn es in deinem Herz ist, dass du sagst, das ist Munkar. A'uzubillah. Es wird hier nicht A'uzubillah kommen und Munkar stehen. Versteht ihr, was ich meine? Über diese Stufe immer noch gilt diese Stufe immer noch als Mu'min, Gläubige. Deswegen ist es auch sehr gefährlich für uns heute, dass wir an manchen Munkar vorbeigehen und unser Herzen sehen das nicht mehr als Munkar. Unser Herzen sehen das als normal. Das ist ein Ablauf. Ja? Heute beispielsweise, unsere Augen rechts und links, egal wo wir hingucken, was auch immer, könnte das eine oder andere Haram geben. Aber es ist tatsächlich so, dass du, wenn du den Haram siehst oder überall den Haram siehst, für dich ist es Normalität geworden. Es ist nicht so, dass du in deinem Herz so damit darauf reagierst. Ne? Lässt dich kalt, sozusagen. Und das ist ein sehr schlechter Alarm von Iman. Das heißt, spätestens dann muss man schon sein Herz untersuchen lassen. Also, beziehungsweise nicht jetzt Kathedra oder so, sondern ihr wisst, was ich meine. Ne? Das Herz wieder jetzt aufpowern, das ist ne, Richtung Iman dann tatsächlich was gibt. Und zweitens, wer? Denn das ist der erste. Der zweite ist eine Gruppe, die Inkar macht, aussagen kann, aussprechen kann. Ja, spricht raus. Das ist Munkar, Leute, bitte ändert diese Sache. Wir nehmen das nicht mehr so, das ist Haram. Ja, ohne dass denen irgendwas so großartig was passiert, also Schaden, genau, Konsequenz. Ja, diejenigen werden verschont bleiben vor diese Fitne. Diejenigen, die aussprechen, werden verschont bleiben vor diese Fitne. Ja. Die dritte Gruppe ist eine Gruppe, die nimmt die Fitne an und glücklich damit ist, verbreitet auch noch diese Fitne. Die sehen das nicht als Munkar, die sehen das nicht als falsch, ja, sondern die sehen das als richtig und willkommen heißt. Ja, ein Beispiel wie irgendein Land verbietet Hijab. Ja? Es gibt Frauen, die da ticken. Die lassen das drauf ankommen. Die wollen tatsächlich so, die wollen, aber die können von sich aus das nicht machen. Aber wenn dann von draußen irgendeine Macht gäbe, die das durchsetzen, die Ersten, die in diese den Fitten aufstehen und dann gleich ihre Hijab decken. Ja? Diese Leute, dass die Fitna oder die Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala so annehmen, als Positives sozusagen, das ist eine gute Sache und damit auch dann letztendlich Dauer machen oder dafür Dauer machen und dementsprechend dann auch selber ausfahren, das Ganze, dann das sind die Leute, die wirklich von der Fitna komplett mitgenommen werden. Dieser Hadith erzählt uns, dass Situation, Zeitabschnitt, Rasulullah erzählt uns, dass es wird nach ihnen so und so passieren und es kommen Leute, die eventuell gut mit schlecht vermischen, das sind eure Amire letzten Endes und dann
ihr habt drei Phasen oder drei Kategorien. Ja? Weil jeder will, wenn die Fitna kommt, nicht der Erste rein, der in die Fitna rein. Wollen wir ja nicht. Im Gegenteil, wollen diese, ne? Und so weiter und so fort. Aber sehr wichtig, dass ich verstehe, dass manche Amire, die kommen werden, das ist ja auch eine Ibtila, eine Prüfung, eine Fitna. Und nach mir ist offen. Das kann nach indirekt alles zu lernen, was nicht der Fall war, weil das waren die Khulafa Rashida. Aber könnte auch bis Yom al-Qiyamah dann weilen, diese nach mir. Könnte bis Yom al-Qiyamah passieren. Das heißt, es könnte unser Zeit auch heute beinhalten. Weil wir sind ja nach Prophet Sallam, oder? Doch, ne? Weil wir hinter Rasulullah Sallam sind, dann könnte es sein, dass diese Anweisung oder diese Beschreibung uns auch trifft. Und dass Rasulullah Sallam ein Musterverhalten gegeben hat, zwei Stück, und eine Musterverhalten gewarnt hat, ein Stück, wem die Fitna trifft. Aber eigentlich in dieser Zeit gilt auch diese Musterverhalten. Inkar mit dem Herzen und wenn du kannst, Inkar mit... So. Gibt es eine dritte Option, die Prophet Sallam in die Zeit von Fitna oder Verschlechterung gegeben hat? Keine Hadith erzählt über eine militantische oder bewaffnete Bewegung. In den nächsten Hadith werden wir sehen, dass die Sahaba sogar selber direkt gefragt haben, ja Rasulullah, sollen wir denen nicht bekämpfen mit Waffen? Sagte nein. Eine klare Aussage. Nein, da ist sahih. Über diese Option wurde nicht mit dem Muster mitgegeben. Aber in diese Dien gibt es eigentlich diese Option gar nicht, dass du gegen deinen Herrscher oder gegen deinen Amir mit bewaffnet rauskommst. Doch gibt es einen Schart Ma'aqamus Salam? Gibt es eine Bedingung hier oder ist es offen so, solange sie das Gebet verrichten oder verrichten lassen? Ja, in dem Land, also beispielsweise Erdogan wird nicht in jeder Moschee Jama'a machen können. Denn in seinem Auftrag machen die Imame das ganze Land. Über verrichten oder verrichten lassen. Moscheen sind offen. Es gibt kein Verbot, in die Moscheen zu gehen, in islamische Länder. Die machen zu und meinetwegen, aber Zeit vom Gebet ist da und die sind offen und keine Moschee ist zu und die Imame sind da und du betest Jama'a und es ist gegeben. Rasulullah hat eine Mindestsache erzählt als Bedingung, wo also davon abhängig ist oder darauf ankommt, dass solange das Gebet verrichtet wird, ja, solange auch wenn diese Imame oder Amir Zalimin waren, ungerecht sind, hast du immer noch nicht die Erlaubnis von Prophet Sallam bzw. von der Scharia gegen den anzukommen. Der Imam Nawawi sagt über diese Hadith ist ein wahrhaftiges Wunder. Weil die erzählt, was in der Zukunft passiert und wie die Muslime damit umgehen sollen. Das heißt, ab Rasulullah Sallam und die Abschnitte von Khulafa, ab dahin muss diese Muster eingeführt sein. Wer hat das gebrochen? Die Khawarij. Die ersten, die diese Sache gebrochen haben, waren die Khawarij. Dass sie diese Option als Option gesehen haben, gegen Sayyidina Ali gegenzukommen. Zumal die waren ja auch falsch. Die waren ja falsch. Und diese Kalam, und das ist das Problem, ist, wenn du solche Sachen in YouTube siehst, so Durus von oder Erzählung von diesen Leuten, dann eigentlich, wenn du nicht
jemand gelehrt bist oder jemand, der Ahnung hat von Dien, es kann dich wirklich mitnehmen. Wenn du argumentativ nicht so fit bist oder drauf hast, das Wissen nicht drauf hast. Deswegen, viele Brüder sagen immer, Herr Sheikh, immer wieder, was macht Sheikh Abdullah? Takfir, Takfir, Takfir. Die ganze Gruß geht um Takfir. Ist es jetzt gut jetzt? Ist es eben nicht gut? Das Thema muss immer wieder angesprochen werden, weil diese Fikr von Khawarij wird immer wieder in diese Umma sich erneuern. Und das hat Rasulullah SAW schon gesagt. Und von denen wird jede Jahrhundert, also jedes Mal, wenn man die wegrasiert, kommen wieder. Wegmacht, kommen wieder. Wichtig wie Unkraut so, oder? Ne? Egal was du machst, das kommt irgendwie immer wieder. Das heißt, er erzählt ausdrücklich, dass wenn du schweigst gegenüber, wenn Zulm oder Ungerechtigkeit gemacht wird, nicht nur das macht dich schuldig, sondern wenn du das akzeptierst, also mit dem Herzen annimmst, dann erst bist du dann schuldig. Das heißt, letzten Endes, selbst wenn ich Munkar sehe und nichts dagegen sage, so bin ich nicht strafbar bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so bin ich immer noch auch geschützt. Oder könnte ich immer noch geschützt sein. Wenn passiert das, oder wann passiert das, wenn ich mit meinem Herz beschließe, auch wenn ich schweige, das finde ich nicht in Ordnung, das ist nicht richtig, das ist nicht halal, das ist halal, das ist Munk. Ja? Aber auch die Leute, die nichts oder keine Kommentare so machen, ja, immer noch sind geschützt und unter der Mu'min. Al-Ruwaya in Fath al-Bari, Ibn Hajar al-Hafiz erzählt, wer Waffen gegen uns trägt, ist nicht von uns. Das ist jetzt eine klare Aussage. Wer Waffen gegen uns trägt, oder ist nicht von uns. Das heißt, das ist nicht von uns, das ist nicht unser Weg, das ist nicht mein Zug. Wenn du heute sehr viel von die Khawarij und diese Fikr nachguckst oder hörst, ne, das Ganze geht darum, dass die mit Waffen oder irgendwelche mit Bomben legen oder was auch immer. Aber das ist genau deren Fikr. Was Rasulullah sallam, was erstaunlich jetzt ist, dass, und das ist das, was ich dir sage, manche Schicksal von Allah subhanahu wa ta'ala über die Menschen kann man nicht ändern. Weil eigentlich, diese Sache wurde ja schon erwähnt vor 1400 Jahren. Denn was musste eigentlich passieren für die Leute, die nächsten kommen? Ja? Eigentlich mussten sie eine Warnung schon und eben das nicht machen. Aber die fallen genau dahin, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wenn ich schlau bin und kenne den Hadith, dann sage ich ja, okay, ich muss irgendwas anders machen, damit das nicht in diesem Hadith fällt. Damit ich immer noch unter die Umma bleibe, dass ich von die Umma bin. Aber subhanallah, die können das nicht ändern. Die fallen genau in der Kategorie, wie Rasulullah sallam das gesagt hat, und ohne Veränderung. Galam von Rasulullah sallam ist Haq. Wahrheit. Rasulullah sallam erzählt uns nicht Lauschen oder Märchen. Zumal es ist sehr, sehr, sehr wichtig, deinem Muslimbruder behilflich zu sein. Eigentlich musstest du, anstatt ihn Angst zu jagen, behilflich und ihm beistehen. Ja? Über diese Terror, was man gegen Muslime und gegen anderen, weil das bleibt ja nicht über Muslime, ne? Diese Art von Terror eigentlich widerspricht eigentlich diese Grundlage, dass du als Moslem konstruktiv, produktiv, also wie er sozusagen gesagt hat, egal wo ein Mu'min kommt, ist wie Regen. Natürlich, für uns hier heute, Regen hat keinen Wert, weil wir Tag und Nacht Regen haben. Aber wenn du in der Wüste lebst und 60 Grad hast und da kommt ein paar Wolken, glaub mir, du weißt nicht, was du tanzt aus Freude. Deswegen ist immer, findest du immer, Rasulullah sallam, vieles von seinen, so wenn er spricht über Vorteile, er spricht über vom Regen.
Weil das Regen kommt, dann lebt ja die ganze Täler und so. Alles kommt, alles wird grün. Versteht ihr schon? Lieber, deine Rolle eigentlich als Muslim, dass du eigentlich wie Regen bist. Jeder freut sich, wenn du kommst. Jeder hat was davon, wenn du kommst. Ich weiß nicht, warum wir oder manche Brüder so diese Kontaktangst haben. Die wollen mit die Nicht-Muslime oder so gut wie möglich keinen Kontakt haben. Ja nun, Junge, du bist hier. Du bist doch hier. Und es ist sehr, sehr, sehr schwer, 84 Millionen aus dem Weg zu gehen. Das sind 84 Millionen Menschen. Ja? Und das ist ja eigentlich gar nicht, das ist ja nicht, was man von dir will. Man will von dir, dass du tatsächlich zeigst, durch diesen Umgang mit diesen Leuten oder mit anderen, die nicht eben wie ein Charaktermuslim ist. Am Ende jetzt, ob die den Islam annehmen oder nicht annehmen, das ist nicht die, ne, das ist ja nicht in unserer Hand oder nicht irgendwie. Natürlich, wir wünschen dann natürlich, wie Christen auch wünschen, dass Leute in ihr Christentum annehmen oder Judentum oder was auch immer. Ne? Eben eigentlich, du wirst immer in Richtung konstruktiv geschoben, immer als Moslem, dass du die Gesellschaft positiv beeinflusst. Weil deswegen sagt auch Salam, das ist nicht von unserer Weg, nicht von unserer Art. Und wenn der Mensch eine Sache tut, die seine Natur widerspricht, wisse, dass er der Erste, der davon Schaden trägt. Allah subhanahu wa ta'ala hat an Natur für die Menschen so gegeben, wie die Menschen sind, ticken. Wenn du diese Natur, Allah subhanahu wa ta'ala, versuchst zu verändern, passieren verheerende Sachen. Und der Erste, der beschädigt wird, bist du. Lieber dann, wenn wir sehen, die Khawarij heute in den letzten 3, 4, 5 Jahren, was sie an Videos jetzt runter also gezeigt haben, und das ist tatsächlich was für eine verheerende Unmenschlichkeiten sozusagen zu sehen waren. Also man überlegt, wie kann man Leute foltern richtig. Sagen da die Kuffar machen das auch, die Nicht-Muslimen machen das auch. Ja, okay, die machen das auch nicht. Oder die machen das auch. Aber was, du kannst ja nicht so Allah subhanahu wa ta'ala sagen, ich gehe da hin und ich mache dann genau wie du, wie die anderen. Weil du hast, letzten Endes hast du Anweisungen bekommen, wie du das dann, wie du die Sachen machst. Dementsprechend musst du dann auch einhalten. Wenn er so agiert, weil er eben keine Anweisungen hat, dann ist ihm das überlassen, oder na, wie er sich zu verhalten hat. Welche Muster er denn dann fahren will. Aber du hast schon ein Muster. Imam Barbahari erzählt in seinem Schreiben so einen Abschnitt: Und es ist überhaupt nicht erlaubt oder gestattet, gegen den Sultan rauszugehen, gegen seine Willen rauszugehen, denn in unserer Din gibt es diese Musterverhalten gar nicht. Die Option steht bei Null. Wie wir vorhin gesagt haben, du hast nur zwei Optionen bekommen. Wo hast du denn die dritte her? Ist nicht von unserem Din. Und ob dann Sultan ist, Emir ist, Khalifa, was, nenn ihn wie du willst. Das heißt, der Mann, der Kontrolle in seiner Hand hat. Wir nennen ihn heute Präsidenten. Damals haben sie Khalife genannt. Es gab Zeiten, wo man seinen Emir, Sultan, ne, König, was auch immer. Das sind die Leute, die Macht haben oder in der Hand haben. Weil in unserer Dien gibt es diese Option eigentlich gar nicht. Selbst denn, wenn er viel Ungerechtigkeit übt und wenn er das ganze Geld des Landes physisch behält, also Dieb auch noch, nicht nur, auch noch Dieb. Selbst denn, Imam Hassan al-Basri als
die gefragt worden sind, gab die Fitna-Zeit in seine Zeit und so weiter und so fort, wegen den Emir auch und so weiter und so fort. Und Leute haben so Shikaya, die haben sich beschwert bei Hassan al-Basri. Sagte Hassan al-Basri sehr, sehr schönen Satz zu denen. Hat mit seinem Finger so nach oben gezeigt und hat gesagt, die Veränderung kommt von da, nicht von da. Die Veränderung kommt von da, nicht von da. Also die Veränderung kommt von Allah Ta'ala, nicht von das, was wir hier auf der Erde machen können. Weil gegen Allahs Willen bzw. die Schicksal, den Schicksal, was die Ummah betrifft, kommst du nicht an. Die Veränderung hat nicht damit zu tun, wie viel du auf der Erde hast oder nicht auf der Erde hast, weil du kannst viel haben und Allah Ta'ala nimmt nicht an. Und du kannst wenig haben und Allah Ta'ala nimmt an. Verstehst du? Aber das hat damit nichts zu tun. Mit mehr oder wenig oder Materie, das hat damit nichts zu tun eigentlich. Das hat mit der Zeit, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Sache will. Verändern will. Zeitplan. Deswegen hast du nur Sabr und Da'wah als Option. Ja? Denn was Allah subhanahu wa ta'ala herabgeschickt hat auf die Umma an Schwierigkeiten, ungerechte Herrscher, Hunger, Armut, was auch immer. All das, was auf die Umma herabgeschickt wird, ist wegen Verdienst der Umma. Das, was die Umma, die hat das so verdient, wie es ist. Auf der kollektiven Ebene ist das so, aber auch als Individuum. Jeder von uns ist da, steht da, weil er sich bis dahin gebracht hat. Nur hat Allah uns von euch verschont. All diese Fehler machen wir ja ständig. Aber die Veränderung, die tatsächliche Veränderung, muss durch Veränderung tatsächlich in die Umma kommt, damit deren Schicksal dann auch verändert wird. Und deswegen sagen wir, Islah oder Korrektur zu machen, fängt ganz unten an. Die Da'wah-Arbeit. Wie die Leute letzte Woche so ein bisschen geschnackt haben mit ein paar Brüdern, und hat die einen von denen gefragt, das ist Da'wah für Muslimin. Können wir das? Ich habe gesagt, natürlich können wir Muslimin. Eigentlich die Muslimin brauchen mehr Da'wah eigentlich zuerst als die Nicht-Muslimin. Ja? Weil dass die Veränderungen passieren eben dann, wenn die Umma aufsteht und gegen die Sünde und gegen und Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen sucht, tatsächlich sucht. Ne? Aber Allahs Wohlgefallen wird kommen. Yani, wenn wir uns fragen, wenn wir morgens aufstehen, wer von uns denkt, das erste Gedanke oder zweite oder dritte oder was auch immer für ein Gedanke, denkt, ich möchte Allah ta'ala heute zufrieden machen. Das ist meine Vorhabung heute. Wir kommen da gar nicht drauf. Ne? Alhamdulillah, wir machen unsere Zikr, wenn wir rausgehen, ein bisschen Leiter, alles gut, wunderbar. Die Sunna, also das ist wunderbar. Aber dass du bewusst einfach nur aus der Tür gehst und dann denkst, ich will Allah ta'ala zufrieden machen. Stell dir mal vor, wenn das jeden Tag ist. Und glaub mir deine Muster, wie du dann am Tag dich dann verhältst, wenn du das bewusst so abrufst. Bei jeder Tat, was du tust, wenn das abgerufen wird, wirst du die Tat besser machen. Und die Sünden in deinem Leben werden natürlich viel, viel weniger werden als normalerweise. Wenn du bewusst die Sache so richtig aufnimmst. Aber die Veränderung kommt von unten. Es geht nicht um die Herrscher. Die Herrscher sind nur Allahs Schicksal über die Umma. Wenn die Umma, wenn die Muslimin so sind, dann werden Herrscher so kommen. Und das ist in etlichen Ahadith hervorgekommen, wie Rasulullah sallam uns das erzählt hat. Wenn die Umma ihre Zakat nicht bezahlt, werden die keinen Regen bekommen. Beispiel. Wenn du heute überlegst, wie viele Leute geben Zakat von ihrem Zakat-Geld?
20%, 30%, 40%, immer noch 60% geben keine Zakat. Und die können den Regen halten. Durch die Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt. Allah Ta'ala schickt keinen Regen. Aber tatsächlich, man kann anhand die Prüfungen sehen, was in die Umma fehlt. Das widerspiegelt das, was die Umma... Zumal du hast Hadith, der dir sagt, wenn das passiert, dann passiert das. Wenn das passiert, dann passiert das. Wenn das passiert... Verstehe ich mal? Sehr wichtig, dass du weißt, diese Hal, diese Situation von der Umma heute, oder was für eine Prüfung die bekommen, oder was für ungerechte Herrscher die bekommen, was auch immer. Dass eine Ursache dafür gibt es. Und wenn du diese Ursache behandelst, dann ändert sich automatisch. Ohne dass du zu einer Option ergreifen musst, was nicht mal in Option eigentlich steht. Nicht dir zur Verfügung steht. Ja? Sehr, sehr wichtig, dass... Deswegen immer wieder diese Art von Fikr von Khawarij kommt immer wieder. Weil die wollen die Veränderung, aber die wollen nicht verstehen, dass die Veränderung existiert oder passiert, erst wenn die Umma sich verändert. Aber das ist das Allerwichtigste. Deswegen sage ich ja, die Zeit, unsere Zeit heute ist Zeit von Da'wa und Sabr. Da'wa machen und Sabr. Tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr. Das ist unsere Zeit. Imam Muslim überliefert an Auf ibn Malik. Auf ibn Malik, Sahabi, sagte: Beste Amire unter euch sind die Amire, den ihr liebt und die euch lieben. Aber das ist Alama. Ja? Lassen wir jetzt diese Begriffe von, er hat 53%, er hat, lassen wir diese Wahlgeschichte. Es geht gar nicht darum, Wahlmehrheit oder das, darum geht es erst gar nicht. Weil es kann sein, dass du gewählt hast, aber den Mann nicht riechen kannst oder sehen kannst. Und fluchst und sagst, Sulala komplett, ne? Kann sein. Kann sein. Aber das ist eine Alama, wenn du siehst, und das... Wieder viele Brüder, die jetzt beispielsweise andere Fikr sagen, dieser Mann ist oder dieser Ma'ud. Ja, Achi, in Din gibt es Alama. Allah Ta'ala hat uns nicht so gelassen für Vermutungen. Allah Ta'ala hat diese Din vollständig. Das heißt, jeder kleine Punkt in diesem Din wurde bestimmt und deutlich gemacht. Wurde nicht gelassen für deine Vermutung oder meine Vermutung. Das ist sehr wichtig. Wenn Rasulullah sallam sagt, beste Amire unter euch sind diejenigen, die ihr liebt und die euch lieben. Ist es doch selbstverständlich. Ja? Dann kann ich bewerten, denn, wer ist wirklich ein Amir und wer ist und so weiter und so fort. Unabhängig von wie das in anderen Land ist. Ja? Es geht nicht, wenn die Saudis alle zufrieden mit ihrer, oder die lieben ihre Herr, ja? Oder ihre König, ja? Und der König liebt die. Wenn das, dann ist, das ist der Beste für die. Nur, ja, kannst du diese Muster nicht über alles denn, ne, nehmen. Das ist dann nur für Saudi-Arabien oder in der Türkei oder, versteht ihr schon? Weil diese, wenn die Leute damit, wieso ist es so wichtig? Weil das zeigt wieder, das widerspiegelt wieder, was in dem Herzen ist. Wenn dieser Emir, ein Mann, der beten, fasten, das und versucht, dass deine Liebe zu ihm ist, Liebe zu ihm, weil er Salih ist. Es ist nicht, weil er der Emir ist oder weil der Präsident, nein, er ist ein Salih Mann. Und wir wurden Anweisung bekommen in die Sunna, dass wir uns oder dass wir die Salihin was lieben.
Ja? Jeder kennt von euch die Aussage, ja? Ich liebe die Salihin, bin ich aber nicht von denen. Ja? Dann sagte, wie Rasulullah immer gesagt hat, ein Mann ist mit denjenigen, den er liebt. Es muss nicht deine Tat mit ihm muss nicht gleich sein. Aber deine Liebe zu diesem Mann, wie auch immer, lässt dich auch vor Allah subhanahu wa ta'ala teilnehmen an seine guten Taten, was er tut. Wichtig, wichtig. Die beste, ja, beste Umara unter euch sind diejenigen, die ihr liebt und sie euch lieben. Schlechtesten Amire unter euch sind die, die euch fluchen und die ihr flucht. Ja? Übelsten. Aber eigentlich reflektiert das auch, wie gut die Untertau, die Muslime, die Umma ist, oder wie oder schlecht oder manipuliert die Umma ist. Weil wenn die Umma einen Mann, der Salih ist, hasst, irgendwas in dem Herzen der Umma ist verändert. Es kann ja nicht sein, weil Salih muss gemocht werden. Wenn das nicht passiert, dann was passiert? Dann weiß ich, ah, alles klar, da ist eine Mutation, da ist eine Veränderung. Zumal, wenn man diese Salah, diese Tugendhaftigkeit auch tatsächlich sehen kann und bestätigt wurden von vielen Leuten, die mit denjenigen zu tun hatten. Aber wenn du so jemanden hast, dann guck noch mal in deinem Herz, ob alles dann richtig auf seinem Platz steht. Oder ist jetzt. Ja? Index. Ja? Sehr wichtig, Leute. Unser Dien hat uns gegeben Hinweise, wie wir die Sachen dann auch machen. Sagt denn zu Prophet, wollen wir die nicht mit Waffen, mit Waffenstärke nicht bekämpfen, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam? Also diejenigen, die jetzt die fluchen und, ne? Sagt Rasulullah, la. La in Arabisch heißt nein. Die Sache ist entschieden. La. Ja? Denn wenn ihr von denen Schlechtes seht, denn hasst dieses Schlechtes, was sie tun, aber die nicht. Ja, wenn ihr beispielsweise in einem Verhalten von der Emir eine Ungerechtigkeit gesehen habt, ja, dann sagst du nicht, ich hasse diese Emir dafür. Nein, sondern ich hasse diese Sache, was er macht. Versteht ihr das mal? Nicht persönlich werden. Nicht persönlich werden, ja? So anders formuliert. Nicht persönlich, für die Leute, die immer, wir müssen die Kuffar was hassen. Ja? Also dein Herz wäre von Qawaid, von Wala und Bara, ja? Loyalität und Lossagung, musst du die Kuffar hassen. Nein, du musst Kufr hassen. Und Taten von Kufr hassen. Wie ich immer sage, aber wenn nicht die Person hassen. Denn wenn diese Person morgen Muslim ist, dann ist sie morgen sofort dein Bruder. Und von dir ist verlangt, dann auch ihn zu lieben. Auch mal. Das ist ein bisschen schwierig, dass ich heute so die volle Rolle auf den Typen hatte und ihn da irgendwie abknallen wollte und dann gleich morgen, oh, ich liebe dich für Allah. Und das ist ein bisschen schwierig, also dass das Herz so, dass du eine Kontrolle hast, das ja, ne, wäre ja... machbar, wenn wir jetzt, na, dann hätten wir unser Leben ein bisschen anders machen können. Nun ist aber nicht in unserer Hand, unser Herz zu verändern. Mag ihre Taten nicht, oder na, das, was wo dir, na, hast diese Tat, aber nicht die Person, und werdet immer noch gehorsam. In Unrecht? Nein. Wieso? Prophet sagte zu uns, keine Gehorsamkeit für einen Machluk, ja, von dem Geschöpf, ja, gegenüber vom Khaliq, von der Schöpfer.
dann heißt das, dass wenn ein Mensch wie ich mir einen Befehl gibt, der mein Khaliq, mein Erschaffer, ja, verboten hat, dann bleibt es bei mir verboten. Dann mache ich nicht mit. Und du musst keinen Rummel jetzt machen, ne? Jetzt hier und, ne? Was? Mach das nicht mit und dann ist gut. Muss nicht mit Waffen rausgehen und muss gar nicht sein. Ich bin, ich beteilige mich nicht an dieser Sache. Fertig, Punkt. Bei dieser Sache, wenn die Menschen oder die Muslime sagen, warum ist diese Sache so wichtig? Oder warum die Ulema oder Rasulullah das so, so immer so angesprochen oder sonstiges? Weil wegen das, was ihr heute seht. Damit es nicht so wird. In islamischen Ländern. Die Tötung, wenn das passiert, dann ist die Umma in Sicherheit. Hä? Die ist groß, Leute, in Dien Blut zu vergießen. Ist sehr groß. Also ich weiß nicht, wenn wir jetzt sagen, dass ne, mit dem Hadith, wir sagen die Hadith alle, ne, Blut von Muslim ist bei Allah subhanahu wa ta'ala heiliger als Kaaba. Kaaba soll kaputt gehen, ein anderer Hadith, und nicht ein einziger Tropfen Muslim fällt auf den Boden mit Unrecht. Und wie die Ulema ich euch gesagt habe, ist mir lieber in 1000 Mann, die tatsächlich Kufr verdient hatten und Takfir verdient hatten, wegen einem Mann zu sagen, nein, diesen Muslim nicht. Falls einer darunter ist, der Muslim ist, dann ist es Problem. Überlasse ich lieber, auch wenn ich so, lasse ich die 1000 durch, und mach kein Takfir, wegen einer, der eventuell darunter Muslim sein kann. So geht die Scharia mit diesem Mas'ala. Wieso? Weil umbald du der Muslim verschoben hast von seiner Ecke, seine Rechte, sein Schutz, was der Islam ihm gewährt hat, ja? Oder auch Nicht-Muslim, Christen, Juden, was auch immer. Wenn du das rausschiebst aus diesem Schutz, was der Islam ihm gewährt hat, dann fängt alle Art von Maßnahmen dagegen an. Er kann nicht mehr, er hat keine Rechte mehr. Dann ist sein Blut ist da zu vergießen und alles ist alles dann gestattet. Aber bevor diese Sache passiert, ja, hat die Scharia so viel, wie ich euch gesagt habe, so viele Hindernisse, und damit es eben nicht so easy ist. Weil wenn die Muslime, auf die Muslime Takfir gemacht wird, dann ist es tatsächlich so, dass passiert dann das, was wir in unseren islamischen Ländern sehen. Dass Muslime töten Muslime. Eigentlich. Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, ich habe von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zwei Fässer. Er hat das nur so ein Bildvergleich. So, ne? Dass ich habe von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zwei Fässer von Wissen bekommen. Fass aus Fässer. Wissen bekommen. Eine davon habe ich euch gegeben. An Abu Huraira radiallahu anhu qala qala Rasulullah an Abu Huraira radiallahu anhu qala qala Rasulullah an Abu Huraira. Das ist der Einfass. Ungefähr 5000 Ahadithe hat Abu Huraira überliefert. 5300 oder 5500. Wohlgemerkt, Imam Rasulullah nur 4 Jahre. Ja. Und das andere habe ich behalten. Denn wenn ich den los wird, dann wird hier meine Kehle durchgeschnitten. Und dann sagt er, ey, Abu Huraira hat Angst, ein Hadith zu geben, weil wenn er das outet, wird er getötet. Ja, was sind da drinnen? Was sind diese Fass drinnen? So, ich würde mal sagen, Hafiz ibn Hajar sagte, Abu Huraira meinte in dieser Sache, ungerechte oder ungerechte Herrscher. Das
Abu Huraira von Rasulullah sallam genau mitbekommen hat, wer die ungerechten Herrscher, die kommen werden, die auch herrschen werden und er in deren Zeit erleben wird. Und er hat ja gesagt, ich könnte euch die bei Namen nennen. Aber wenn er das outet, was passiert, da kommt der Emir und tötet ihn. Weil der Emir hat ja nichts anderes zu machen, weil der hat das Ahadith von Rasulullah sallam, wenn der Emir weiß, dass es 100% ist. Und wenn er Abu Huraira lässt, dann sein Königreich ist weg. Ich bin gleich fertig, Mustafa. Nur dafür. Und Abu Huraira selbst in seiner Zeit hat manchmal Kunia gemacht, hat ein bisschen Andeutung gemacht bei den Umayyaden. Der hat sich ausgehalten. Ja. Aber hat er immer noch Angst? Also, weißt du, er hat nicht direkt gesprochen, aber hat so ein bisschen. Weil die Umayyaden, wenn du gegen die Umayyaden kommst, du bist gesiegt. Feierabend, keine Chance. Und es war schon richtig ungerechte Zeit. Ne? Also Verhaltensmuster von den Umayyaden. Ne? Ihr seht, Muawiyah und so weiter. Ne? Und dann. Nicht nur das, sondern auch um keine Fitna aufzurufen. Ja, heute, wenn die Leute in YouTube immer über manche, und diese Herrscher und diese Herrscher und diese Ungerechte, und es passieren dann so viel Unruhen in dem Land. Ne? Sahabi, der gelebt hat, Abu Huraira, nicht irgendjemanden, der mit in die Zeit gelebt hat, wo diese ungerechte Herrscher herrschten. Ihm von Rasulullah sallam eine Aussage oder Hadithe bekommen hat, das heißt, es ist Wissen, er vermutet nicht. Das heißt, er weiß, dass diesejenigen, die Rasulullah sallam gemeint hat, nicht Vermutung, Wissen. Trotz alledem nicht öffnet. Diese Fass nicht öffnet. Über was schon wieder? Das ist wieder dieser Schutz. Damit keine Fitne explodiert und dann, wenn Fitne rauskommt, wie Rasulullah sallam sagte, Fitne schläft. Möge Allah ta'ala verdammen, ne, wer die aufweckt. Fitne schläft. Aber wenn Abu Huraira, glaub, die Leute beschweren sich, dass der Mann ist ungerecht. Er hat Wissen, dass dieser Herrscher ungerecht ist. Eigentlich musste er aufmachen und die Revolution starten gegen ungerechte Herrscher. Wo er Text von Rasulullah sallam hat. Er vermutet nicht. Da hat er nicht gemacht. Ja, sagen die Khawarij, auch radiallahu anhu. Immer noch Sahabi. Kannst du nichts sagen. Oder willst du sagen, ich bin... Also beide Khawarij sowieso, nur sie sind die Muslime. Sowieso alle anderen sind Abfall. Nur diese Einstellung kannst du, mit dieser Einstellung nur kannst du so rauskommen und rausfahren. Ja, Huraira, interessiert mich nicht, was Huraira. Aber das ist ein Mann, der mit Rasulullah sallam, eine Schüler vom Propheten sallam, seine Schüler, Tag und Nacht, 4 Jahre oder 5 Jahre mit ihm zusammen. Huraira schläft im Moschee und wartet vor der Tür Rasulullah sallam, bis er rausgibt, damit er mit ihm mitkommt. Überall, wo er war, ist seine Muster, seine Musterverhalten ist für mich als Muslim eher verbindlicher. Selbst wenn du als Khariji Argumentation mir sagst und so und so und so, am Ende, dass ich mit Waffen auf die Menschen losgehe. Denn ist mir lieber immer noch Abu Huraira, wie seine Verhaltensmuster, dann weiß ich 100%. Ja? Wenn zwischen dir und Abu Huraira, wenn ein Khariji, egal wie er heißt oder was für ein Alim er ist oder... Und Abu Huraira ein Musterverhalten hat, denn definitiv der Muslim muss sich an Abu Huraira dann orientieren. Doch nicht, denn egal wie groß der Alim ist oder wie klein der Alim ist. Aber wenn wir sehen, dass Sahaba radiallahu anhu tatsächlich in diese Zeiten statt, also wo Rasulullah sallam gesprochen hat und stattgefunden hat, und die Sahaba haben tatsächlich keine Schritt nach vorne gemacht, im Gegenteil, die haben sich zurückgehalten und Ruhe bewahrt. Und sagten zu den Menschen, geduldet euch, denn es wird immer schlechter. Aber das ist diese Musterfall, also defensiv, nicht offensiv. Die Umma nach hinten zieht
und Sabr, Geduld und so weiter und so. Weil was Vater uns von denjenigen machen, die das sagen und das Beste daraus machen und das hören und das daraus machen. Und uns Wahrheit zeigen und Lüge und also Fernheit. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.